75 Millionen 100.000 Fußballfreunde, herzlich willkommen zu 19er Alu, dem Schanzer Fußball-Talk. Heute hier aus dem wunderschönen Biergarten im Schutterhof in Ingolstadt. Bei mir, fangen wir mal links an, beim Tom Heindl, Fußballhistoriker bei 19er Alu, Bernhard Schilling, England-Experte. Mein Name ist Lars Wilhelm. Freuen wir uns heute besonders, dass wir den Bomber der Ingolstädter hier bei uns in der Sendung haben, den Moritz Hartmann. Herzlich willkommen bei 19er Alu. Moritz, im ersten Block wollten wir ein bisschen reden über die vergangene Saison. Ihr seid das erste Mal aufgestiegen in die Bundesliga. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, unbeschreibliches, unwirkliches Gefühl, einfach Spieler oder Teil einer Liga zu sein, die mit zur Besten der Welt gehört. Und das war einfach ein Ziel von mir, ein Traum von mir und ich glaube von vielen anderen auch. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich das erwirklichen kann. Mhm. Tommy, wie hast es du erlebt? Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es ja mittlerweile der 5. oder 6. Abstieg als Fan vom FC und es war nimmer ganz so mit Herzblut, wie ich diesen Abstieg erlebt habe von da mitten in die 2. Liga, das erste Mal und das zweite Mal. Ich finde es ganz toll, ich finde es schön, als Zuschauer hier Bundesliga sehen zu dürfen und mich freut es natürlich für die Mannschaft, wo einige sympathische Spieler da sind. Ich freue mich für den Hasenhüttl, weil der wirklich gezeigt hat, was er kann und ohne jetzt schleimen zu wollen, wie ich von jetzt für den Mo, den ich jetzt auch schon seit ein paar Jahren kenne, dessen Weg ich verfolgt habe. Und dieser Spieler ist, der immer alles gegeben hat für den Verein. Und das ist das, was man gemerkt hat. Und dann schickt man mal SMS und sagt, da freut man sich besonders. Bernhard? Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, das erste Spiel war damals in St. Pauli, glaube ich. Ne? 1-1. Einer der ersten Auswärtspunkte auf St. Pauli. Das habe ich leider nicht gesehen, aber der Volker Keitel hat das gesehen. Der war damals gerade auf dem Weg von München nach Hamburg zu Fuß für das erste HSV-Heimspiel. Und mit dem habe ich mich im Sieges getroffen und hat er gesagt, sind die bockstark. Die stehen da wie der Einser. Und dann hat man gedacht, haben wir kurz geredet, und gedacht, okay, wenn die Rückrunde des Vorjahres so weitergeht wie jetzt, also wenn es jetzt so weitergeht wie damals in der Rückrunde, dann stehen die da wie der Einser, dann kann es funktionieren. Und ich habe einen Kollegen in der Schule, mit dem reden wir dann jeden Montag. Und wir haben damals an Weihnachten gesagt, okay, also wenn sie die jetzt nicht wirklich blöd anstellen und fünf Spiele hintereinander verlieren und alle anderen fünf Spiele gewinnen, dann packt es. Also das war wirklich eine super Mannschaftsleistung. Da sind wenig rausgeragt. Das war wirklich, du hast gewusst, okay, die stehen ja wieder eins, ein super Konzept da, hat der Hasenhüttl gut gemacht. Und also ich habe das auf St. Pauli gesehen, das war schon imposant. Also da ist nichts angebrannt. Ja. Also ja, da war 1-1 für St. Pauli, war noch relativ Schmeichelhaft. War schmeichelhaft für St. Pauli. Und wir waren kurz vorher auf St. Pauli, das war ja ein Grottenkick, damals bei dem Auswärtsspiel da im März. Und wenn man dann sieht, wie sich eine Mannschaft innerhalb von 4-5 Monaten verändert, stabilisiert, hat gut ausgeschaut. Ja, danach die Woche hatten wir ja noch in Darmstadt ein glückliches 2-2, danach sind wir im Pokal rausgeflogen. Also da war jetzt der Saisonstart war jetzt nicht so... Nicht so geglückt, aber wir haben zum Glück die Kurve bekommen. Und, ja. Aber man wusste halt auch nicht, dass beim 2-2 gegen Darmstadt zwei Aufsteiger spielen, gell? Ja. Also ich war da in der Altmühl beim Wandern und bin mit SMS versorgt worden, aber nach der Jemini 2-2 gegen Darmstadt, gell? Ja. Im Nein war ich immer in Darmstadt beim 3-0 gegen Nürnberg, das habe ich live im Stadion gesehen. Da haben wir schon gedacht, die Darmstädter Hut ab und das, was hier abgeht, gönne ich denen ja voll, dass sie aufgestiegen sind. Ja. Mo, bei dir, warst du zufrieden in der Aufstiegssaison mit deinen Einsatzzeiten? Ja. Jetzt sag nichts Falsches. Nee, ich habe ja am Anfang meine Chance bekommen. Waren die ersten Spiele, habe ich von Anfang an gespielt. Dann kam eine Verletzung dazu, dann habe ich im Pokal nicht gespielt. Habe noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten gehabt dann. Und dann hat sich eine Mannschaft gefunden, wo wir auch einfach 5-6 Mal, glaube ich, hintereinander gewonnen haben. Und dann war es einfach schwer, in die Mannschaft zu kommen. Mhm. Und ja, das musste ich einfach akzeptieren und das war einfach klar, dass der Trainer da die siegreiche Elf nicht verändern wollte. Und wie viele Spiele hast du dann insgesamt gemacht, weißt du das? Ich glaube, Einsätze waren es ungefähr, also von Anfang an waren es, glaube ich, 17, 18 Einsätze maximal. Ja, also viel eingewechselt. Wie kommuniziert dann der Hasenhüttl in so einer Phase mit dir, wo du eigentlich Stammspieler warst und dann bist du auf einmal dann außen, weil die anderen stärker sind? Zählt da nur die erste Elf oder hat man da das Gefühl, dass man als 12 bis 15 genauso wichtig ist? Ja gut, ich wusste ja aufgrund der Verletzung, dass ich nicht bei 100% war und dass der Trainer auf andere Spieler gesetzt hat, auf anderen Stürmer. Und ja, beim Training, beim Abschlusstraining spätestens sieht man ja schon, auf welche Spieler er setzt und welchen er vertraut. Und ja, dann gibt er kurz ein, zwei Sätze dazu ab, wie er spielen lassen will und mit wem er spielen lassen will. Und ja, das war's. Und dann müssen wir das als Spieler akzeptieren und dann
ja, muss man einfach im Training sich anbieten und Gas geben. Wenn wir jetzt nochmal schauen auf die letzte Saison, Trainer Hasenhüttl hat ja die Schanze übernommen oder eure Mannschaft übernommen, deine Mannschaft übernommen, ihr wart Letzter und dann schafft er das innerhalb von anderthalb Jahren daraus einen Aufstiegskandidaten oder schafft den Aufstieg in die erste Bundesliga. Welchen Anteil, wir haben uns in der Vorbereitung auf die Sendung gefragt, welchen Anteil hatte Hasenhüttl oder auch Henke oder auch Linke an diesem Erfolg? Der ja doch für viele überraschend kam, für uns ja auch. Also das ganz klar, ja, ein Riesenanteil, ne, auf jeden Fall. Also der Trainer kam zu einer Zeit, wo wieder alles gebrannt hat bei uns. Nicht zum ersten Mal. Ja, er kam mit seiner Art eigentlich ziemlich gut an und ziemlich, ja, schnell an. Und bei uns Spielern, ja, er lässt uns an der langen Leine, sage ich jetzt mal. Er gibt uns Freiräume, er vertraut uns. Und ja, ich glaube, das sieht er, dass sich das auszahlt. Er ist kein Trainer, der uns Tag und Nacht kontrollieren will oder muss, weil er genau weiß, dass er das zurückbekommt. Und ja, ich glaube, ja, mir persönlich hat er natürlich auch viel Vertrauen geschenkt. Hat mich direkt spielen lassen, hat mir direkt das Vertrauen geschenkt. Und ja, sowas als Spieler zu spüren, das macht schon viel aus. Aber er wird ja wahrscheinlich auch im Training ein bisschen was anders machen, oder? Dass du in bestimmten Sachen anders reagierst in einem Spiel oder in bestimmten Bereichen fitter wärst oder intelligenterer Spieler. Ja, Fitness ist so eine Sache. Also jeder lässt anders trainieren. Er lässt zum Beispiel die Fitness mehr mit dem Ball trainieren. Ja, was bei ihm jetzt in der ersten Saison ausgezeichnet ist, dass wir uns dass wir eine klare Vorgabe hatten als Taktik. Das war jetzt in der ersten Hälfte zum Beispiel, dass wir uns immer haben fallen lassen und auf Konter gespielt haben. Und in der Aufstiegssaison haben wir halt vorne gepresst und die Gegner halt so zum Fehlern gezwungen. Und ja, das waren ziemlich klare Pläne und einfache Pläne. Ja, und wir als Spieler haben sie dann umgesetzt. Du musst aber auch die Spieler haben, die das kennen. Können Sie ein bisschen lauter spielen? Ich bin mittlerweile 42. Du schaust aus wie 60. Nein. Man muss ja die Spieler dafür haben, um zu pressen, sage ich jetzt mal. Oder um sich immer fallen zu lassen, mitzugehen mit seinen Gegenspielern und so weiter. Ja, das macht dann auch die Kaderplanung aus, glaube ich. Genau. Das fängt dann, glaube ich, beim Linke an und beim Hasen hört das dann auf. Henke, glaube ich, gibt da auch noch ein bisschen seinen Senf zu ab. Und, und ja, ich gut, glaube, dann auch viel Erfahrung. Ne? Genau, ja, und danach schauen die halt, glaube ich, wer passt ins System und wer passt da nicht rein. Und ich glaube, das macht dann auch viel aus. Gab es für dich persönlich ein Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, oder wo ihr gesagt habt, boah, jetzt krackeln wir da langsam rauf, die Tabelle, und boah, jetzt können wir es echt schaffen? Und, ich habe schon im Winter zu meiner Familie so im stillen Kämmerlein gesagt, so, ja, das machen wir auf jeden Fall 100%, also wir steigen auf. Davon. Echt? Im Winter? Ja, da war ich schon felsenfest von überzeugt. Am Anfang der Hinrunde. Nur du oder auch die Mannschaft? Hat man das so gespürt? Oder? Ich glaube schon, dass wir das gespürt haben und dass wir das Gefühl hatten, was Großes zu erreichen. Aber im Winter bist du noch ein paar Monate weg vom Sommer her und vom Mai, wo es halt entschieden worden ist. Und von dem her, glaube ich, war jeder dann auch so ein bisschen vorsichtig. Und die Rückrunde, der Start in die Rückrunde fiel dann auch ein bisschen schwerer. Ja, und so wurde es dann doch nochmal ein bisschen enger zum Schluss, aber ich glaube, das Schlüsselerlebnis dann letztendlich war dann der Sieg gegen Düsseldorf, wo Marvin das 3-2 in der 96. Minute macht, und ich glaube, danach war für uns alle klar, das Ding ist durch und wir steigen auf, und ich glaube, da war sich jeder sicher einfach. Also ich dachte mir immer, es war ja so ab der Winterpause, wie wird das in der Bundesliga? Es ist immer in der Zeitung gestanden, okay, wahrscheinlich steigen sie auf und so weiter und so fort. Da muss ja ein Druck auf euch irgendwann aufgebaut werden, kann ich mir vorstellen. Dass wenn du jede Woche in der Zeitung liest, wenn sie sich nicht ganz blöd anstellen mit 10 Punkte Vorsprung, dann ist das Ding gegessen. Ist das so? Oder sagst du dann, ich lese keine Zeitung mehr? Oder, teils. Also. Oder hat der Trainer von euch den Druck auch weggenommen, ja, bewusst? Der Trainer hat auch einen Teil davon weggenommen, ganz klar. Also, er hat jedes Mal gesagt, also wir können was Großes erreichen, wir müssen nicht. Und wie gesagt, der Druck lag bei anderen. Und ja, aber wir hatten halt auch schon eigenen Druck, weil wir ja eine gewisse Anzahl an Punkten haben, einen Vorsprung. Und wir wussten halt selber, wenn wir das noch verbocken, dann sind wir auch selber irgendwie zu blöd und haben es dann nicht verdient. Aber ich glaube, so hat keiner gedacht. Wir haben eher positiv gedacht, dass wir das Groß erreichen können. Da muss ich ja mal Lob an den Verein aussprechen. Ja. Ich bin oft der Kritiker vom Verein und vom FC, aber ich sage, von Außendarstellung wurde da nichts. Also zum Glück. Die Zeitung hat gesagt, das Umfeld hat gesagt, aber der FC, finde ich, hat niemals gesagt, wir müssen und wir sind die. Also da muss ich sagen, Hut ab vor allen beteiligten Personen, die haben das eigentlich außen vor lassen. Das fand ich
fand ich sehr positiv. Ja, du musst dich einmal nachsagen mit einem knappen Sieg. So 20. Spieltag musst du wahrscheinlich auch als Spieler zurückhalten, wenn der Sky da steht und sagt, und jetzt habt ihr es, oder? Und du bist in der Euphorie, machst von mir so eine Kiste zum 2-1 und sagst, ja, ich schätze auch, weißt schon, und dann zack. Und dann gab es die zwei Niederlagen gegen Sandhausen und KSC und die Zuschauer haben schon wieder gesagt, oje, Mini, alles ist vorbei und vielleicht steigen wir sogar noch ab. Und dann habe ich gesagt, das gehört doch mal dazu, wenn du so gut spielst, dass du nach 20 oder 25 Spielen einfach mal daheim gegen Sandhausen verlierst, Punkt, Mund abwischen, weiter, also... Ich glaube, der Verein ist auch vorsichtiger da geworden. Also in den letzten Jahren war es ja immer so, ja, oben mitspielen, aufsteigen vielleicht. Ne? Wir haben Spieler aus der ersten Liga geholt, wir haben gestandene Zweitligaspieler geholt und ja, jedes Mal ist es in die Hose gegangen. Und ich glaube, dass sie daraus einfach gelernt haben, vorsichtiger zu sein und mit jungen, hungrigen Spielern zu arbeiten und wo niemand was erwartet. Und ja. Ich glaube, das ist ganz gut. Okay, damit sind wir erstmal am Ende vom ersten Block angekommen. Haben wir jetzt über die Aufstiegssaison gesprochen. Im zweiten Block wollen wir dann den Ausblick wagen in die Bundesliga-Saison und freuen uns. Bleibt weiter bei 19er Alu, dem Schanzer Fußball-Talk. Bis gleich. Servus.